auf besonderen Wunsch schauen wir jetzt einmal, ob ich jeden Hund einzeln ins Bild kriege und vorstellen kann. Das hier ist unsere älteste Dame, Bella, 15,5 Jahre. Sehr tatrig, blind und taub, dement. Daneben ihre Nichte. Da machen wir gleich die Schwester erst einmal daneben. Bisi, zweitälteste mit 13 Jahren. Ich sage nicht bei jedem die Jahreszahl, dieses Alter, das weiß ich nicht bei jedem. So aus dem Stegreif. Bisi ist die Begründerin einer großen Linie bei uns. Bisi ist übrigens auch genannt der Heks. Das hier ist Josie, Tochter von unserer Bella. Auch schon eine Rentnerin, 10 Jahre alt. Da ist Phoebe, Tochter von Bisi. Sie ist 7 Jahre alt. Da haben wir Bailey, das ist eine Enkeltochter von der Phoebe. Ich glaube 3. Das ist Döpsi. Jetzt nicht mehr wirklich gut im Bild. Machen wir mit unseren Aprikosen erstmal weiter. Bambi. Sie hatte vor 5 Jahren eine Operation an der linken Backe, deswegen bleibt das eine Auge sehr viel weiter auf wie das andere. Da ist der Nerv beschädigt, tut ihrer Schönheit aber keinen Abbruch. Ihre Tochter Lucy, Mama vom Henry, wem das etwas sagt. Dann haben wir hier Brookie, auch fast Rentnerin. Sie hat jetzt gerade ihren letzten Wurf, 2 Buben. Da ist eine Tochter von der Brookie, Lexi. Ja, über dich rede ich gerade. Hier haben wir Amy. Amy frisst gerade eben Gras oder Graswurzeln. Das ist auch eine Tochter von Bambi. Und da oben, Stupsi, ist eine Tochter von der Amy. Die sehen zum Teil richtig wüst aus, weil ich noch nicht bei allen fertig bin mit der Herbstfrisur. Das ist Sapsi, der Sapsi. Der Sapsi ist die Schwester von der Stupsi, auch eine Tochter von Amy, eine Enkelin von der Bambi. So, wer kommt denn da? Das Lenchen, das ist eine Schwester von der Lexi. Jawohl, Lexi und Lenchen, das sind Wurfschwestern, sind beides Töchter von der Brookie. Hier haben wir noch eine Enkeltochter von unserer Bisi, von der Heks, Rosie. Rosie, auch genannt der Rosie Bosie. Ja, immer ein strenger Blick. Das muss schon sein. So, und jetzt schauen wir mal, wen wir ein bisschen hier rauslocken können. Da haben wir noch 2 Schwestern nebeneinander. Bailey und Bautzi. Man merkt schon, wir haben gerne aus einem Wurf 2 Mädels. Dann können die sich gegenseitig gut in dem großen Rudel unterstützen. Das ist die Mama von Bailey und Bautzi. Döpsi will nicht ins Bild, obwohl sie so hübsch ist. Das heißt, sie heißt nämlich auch der hübsche Döpschen. Der hübsche Döpschen. So, wer fehlt dann noch? Unterm Stuhl Angel. Ich weiß nur nicht, ob sie so schüchtern ist oder weiß, dass sie da trocken sitzt. Angel ist eine Schwester von der Amy.
Und auch eine Tochter von der Bambi. Aus dem Winkel sieht man sie besser. Der Einzelne. Na, nicht so mal das nutzt. So, dann haben wir hier Jordi. Jordi, der Zopper-Zopper. Die hat keinerlei Verwandtschaft hier. Die ist zugekauft und hatte zu wenig Kinder, als dass wir da welche behalten hätten. Ist auch ein bisschen faul. Man merkt es an ihrer etwas ausgiebigen Statur. Und hat nach dem dritten Wurf gesagt, mir reicht's. Okay, haben wir akzeptiert. So, da ist wieder unsere Stupsi. Und jetzt fehlen natürlich noch unsere Herren. Enzo. Enzo, unser Aprikot-Deckrüde. Happy, happy. Unser Harlekin-Deckrüde. Happy, der immer nur drauf hört, wenn man Namen doppelt sagt. Unser, jetzt ist er weg. Da ist er, der Toni, unser Nachwuchs-Aprikorüde, von dem wir hoffen, dass er mal Deckrüde wird. Aber im Moment ist er nur Kindskopf. Und dann haben wir noch den Hobbit. Er ist seit 5,5 Jahren kastriert. Glaubt aber immer noch, dass er Deckrüde ist. Deswegen braucht er auch einen Babystrampler, wenn wir läufige Hündinnen haben. Och, jetzt hätte ich beinahe unsere Hauptperson vergessen. Da darf ich den Namen nur erst später sagen. Cremefarben. 7 Jahre alt. Tochter unserer ersten Harlekin-Hündin. Und ihres Namens Bonnie. Weil er muss immer sofort zu mir kommen, wenn ich Bonnie sage. Was frisst du denn schon wieder? So, da ist die Angel. Mama und ihre 2 Töchter. Amy, lass dein Ohr in Frieden. Eine Tochter. Und die 2. Tochter und die 3. Tochter. So, und jetzt fehlt noch die letzte Tochter von der Brookie. Brookie da hinten an der Wand mit ihrer Tochter Lexi davor. Und wo haben wir das? Wendy, die einzige Harlekin-Tochter von der Brookie, weil ihr Papa Harlekin ist. Und von Wendy haben wir auch eine Tochter hier. Das ist die Smarty. Die Smarty. Dreifarbig. Sie ist Harlekin, aber mit einem leichten Aprikot-Einschlag, gerade an den Ohren, Augenbrauen, ein bisschen an den Pfoten und einen Unschuldsblick ohne Ende. Und ich denke, last but not least, unsere Mokka. Mokka ist eine Enkelin von der Brookie, so wie auch Smarty. Und die Mama von der Mokka ist die Lexi. Lexi, Lexi, da steht sie. Lexi, komm mal vor, trau dich. Das ist die Mama von der Mokka. Und unser Happy, das ist der Papa von der Mokka. So, wenn ich jetzt so drüber gucke. Das dürfen die natürlich. Da
Dafür ist der Garten ja da. Zum Rennen, zum Springen, sich auszutoben. Und solange keine heftige Rauferei daraus entsteht, das passiert ab und zu mal, freue ich mich, wenn sie sich ein wenig austoben. Vorwiegend, wenn wir läufige Hündinnen haben, da kochen die Hormone natürlich hoch. Und unser Toni, der hat sowieso vor nichts und niemand Respekt. Und da gibt das schon mal die eine oder andere Reiberei. Aber dafür sind es Hunde, die dürfen das, solange es nicht zu heftig wird. Unsere älteren Damen, die sind schon mal genervt, wenn die Jungen zu aufdringlich werden. Und dann wird geschimpft. Auch das vollkommen in Ordnung. So, ihr Kinder, ich glaube, ich habe jeden einzeln vorgestellt. Für alle, die es interessiert. Und die beiden hier, Lilly und Leopold, das sind Kinder von der schüchternen Düpsi. Von der Düpsi. Und der Papa ist der Enzo. Enzo. Enzo, ich nenne deinen Namen, ohne dich zu schimpfen. Das musst du doch mal ausnutzen, ne? Das ist die Elfenbande.